eines der modernsten Medienhäuser Deutschlands, die Mediengruppe Pressedruck Augsburg. Die Geschichte der Augsburger Presse nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt 1945 mit der Lizenz Nummer 7. Verleger und Chefredakteur Kurt Frenzel gründet die Schwäbische Landeszeitung, heute die Augsburger Allgemeine, eine der führenden Regionalzeitungen in Deutschland. Die nächste Generation. Tochter Elinor und ihr Mann Günther Holland baut den Zeitungsverlag zu einem Medienunternehmen aus, der Mediengruppe Pressedruck. Und die Mediengruppe Pressedruck bleibt auch in dritter Generation ein Familienunternehmen. Die Töchter Elinor Scherer und Alexandra Holland sind mittlerweile Eigentümerinnen des Unternehmens. Darüber hinaus ist Alexandra Holland Geschäftsführerin der Mediengruppe Pressedruck. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Andreas Scherer und Finanzgeschäftsführer Edgar Benkler. Kernprodukt des Unternehmens ist und bleibt die Augsburger Allgemeine mit ihren Heimatzeitungen. Mit knapp 1 Million Leser pro Tag ist sie die größte bayerische Abonnementzeitung. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst Bayerisch-Schwaben, das Allgäu und Teile des angrenzenden Oberbayerns. Sie versteht sich als glaubwürdiger und verlässlicher Dienstleister ihrer Leser, ob Print oder online. Qualitätsbewusst, regional und nah an den Menschen. Zum sozialen Engagement des Hauses gehört seit 1965 auch die Kartei der Not, gegründet von Elinor Holland. Sie hilft unverschuldet in Not geratenen Menschen im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen. Mit einem Spendenaufkommen von über 34 Millionen Euro das bedeutendste Hilfswerk in der Region. Mit Gründung der RT1 Media Group im Jahr 1985 hat die Mediengruppe Pressedruck auch frühzeitig in den Rundfunkbereich investiert. Darüber hinaus entwickelte sich in Augsburg das erste integrierte Medienhaus in Deutschland. Zeitung, Online, Hörfunk und Fernsehen unter einem Dach. Abgerundet wird das Angebot der RT1 Media Group durch Film- und Fernsehproduktionen. Mit RT1 TV sind von Standorten in ganz Deutschland aus täglich Kamerateams mit modernsten TV-Übertragungswagen unterwegs. Die TVT Creative Media in München steht für High-End-Produktionen in den Bereichen Werbung, Wirtschaft und TV. Zu den weiteren Unternehmen der Mediengruppe Pressedruck gehören unter anderem die Dialog Factory, ein Callcenter zur Gewinnung und Pflege von Kunden. Die News Factory, eine Internetagentur für Businesskunden mit speziellen Webauftritten für viele deutsche Tageszeitungen. Die Direktwerbung Bayern, der größte Direktverteiler für unadressierte Werbemedien in Bayerisch-Schwaben. Sowie der Postservice LMF, die Logistik Mail Factory, ein privater Briefzustelldienst. Dank umsichtiger Planung und verantwortungsbewusstem Handeln ist die Mediengruppe Pressedruck auch für die Zukunft gut aufgestellt. Am 2. Mai 2011 erwirbt das Unternehmen zu 100% die Mediengruppe Mainpost in Würzburg. Und zum 1. Januar 2012 51% des Medienhauses Südkurier in Konstanz. Damit erreicht die Auflage der Mediengruppe Pressedruck rund 600.000 Ausgaben pro Tag bei etwa 1,7 Millionen Lesern. Einer der führenden regionalen Informationsanbieter in Deutschland. Mediengruppe Pressedruck.